plus beau. Allez, allez, allez. So, liebe Leute, einen wunderschönen guten Tag. Irgendwie haben wir uns verirrt. Ich muss mal gucken, wie wir hier wieder rauskommen. Weiß ich gar nicht, wie wir hingekommen sind. Was wollten wir bloß hier? Keine Ahnung. Hier rennen Aliens rum, Frauen sind an der Wende. Und sich's, wenn man mal bei Insta guckt, da kommen so ganz komische Fotos. Jo, das könnte passieren. Alter. Cravallo ist auch da. Wollen wir mit unseren Fahrrädern mal wieder rausfahren? Jo. Wie sind wir denn hier hingekommen? Alter, ist ja tachell. Ist ja tachell. Wir haben Tunnel-Action gemacht. Jo. Ich dachte das hier auch, Alter. Wo kommt die denn her? Das ist die Kacke. Schranke war zu und die sind erstmal drunter hergefahren. Aber wir hatten ja die Genehmigung. Genau, wir hatten Darfschein. Ja. Darfschein? Von der Merkel. Darfschein. Schön versuchen, die Stimme unten zu halten. Ja. Genau, wir versuchen jetzt mal ganz ruhig zu sprechen. Ja, ich habe nämlich immer noch vergessen, das ein bisschen leiser zu machen, aber ich gelobe Besserung. Alles ein bisschen schwierig im Urlaub, da will man so viel genießen. Ja. So ist es wieder richtig. Heute haben wir auch alle einen Crazy Dude Sticker auf dem Rücken, weil der neue, der muss arbeiten. Schöne Grüße, Gerd. Ja, schöne Grüße. Schöne Grüße. An unser Bruttosozialprodukt. Der wird putzen. Ja. Aber ich glaube, er hat Glück. Das Wetter scheint über Ostern ja noch nicht mal ganz so schlecht zu werden. Ja, das stimmt. War nicht so wie jetzt, aber am Anfang der Woche sah es ja so aus, als ob er bei gutem Wetter geht und bei Schnee wieder kommt. Ja. Ja, vielleicht verschiebt sich das noch ein bisschen. Alter Schwede. Im ersten Gang ist das ganz schön laut. Gerade Kreisverkehr war das, hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ich wollte nichts gesagt haben. Kanaldeckel. Mal kontrollieren lassen. Ja. Heute klemmt's Gas. Gestern war es ein Auslaufmodell. Ja, das war zu viel Geschüttele. Ja. Da lief's über. Zu dem Schloss Nordkirchen sind wir erstmal eine Weile über Kopfsteinpflaster gefahren. Das fand die Suzuki nicht so gut. Da habe ich schon ein bisschen Panik gekriegt gehabt, ehrlich gesagt. Ja, das glaube ich. Er hat den Kühlwasserwechsel gemacht und dann wahrscheinlich ein bisschen viel eingefüllt und durch die Wärme, mit dem langsamen Fahren da und das Geschüttele, dann hat es ein bisschen Wasser gespuckt. Ja, durch den Überlauf, denke ich. Ja. Tja, gut, dass es sowas gibt. Richtig. Ja, das stimmt. Was ist wieder zu gut gemeint mit dem Wasser? Ja. Mach das mal beim Motorrad. Kühlwasser wechseln und dann heiß laufen lassen. Ja. Beim Auto wartest du, bis der Lüfter angeht, alles. Dann weißt du, jetzt hat das Thermostat geöffnet. Ja, aber deiner hat auch einen Lüfter, oder? Ja, aber das dauert, bis der angeht. Ja. Ja, bei mir nicht, bei mir ist sie ja nicht schnell auf Temperatur.
auch wenn ich sie laufen lasse im Stand. Aber dafür tingelt die auch andauernd bei 100 bis 105 Grad rum. Das macht mich immer so ein bisschen nervös. Aber angeblich normal. Ja. Ah, der musste ja jetzt wieder raus. Ja. So ein staubiger Bruder. Wenn er wieder nicht rechts will. Ja, dank Beleuchtung auch noch kaputt. Alle Voraussetzungen erfüllt. Wer weiß, was er da drauf hat. Wenn er da so ein bisschen 0,45 und 2,5 drauf hat und sowas, dann könnte er es dir gleich an deine zukünftige Baustelle kippen. Ja. Aber ich bin ja da an der Quelle. Echt? Komisch. Echt? Ja, schon coole Freunde, ne? Ja. Die besten, die man sich wünscht. Das ist doch schön zu hören. Ich wollte gerade sagen, lass uns links dran vorbei, so tun, als ob wir abbiegen. Ja, muss mir nur ein Wort gönnen. Na, da wurde es ja schon grün. Und es gibt ja auch immer... Sabrina, da vorne ist wieder was zum Jagen. Gute und schlechte Vorbilder, wollte ich gerade sagen. Er spricht schon wieder von Jagen. Tut mir leid. Diese langgezogenen Bitumstreifen hier, weil sie so einen schmalen Fertiger hatten, der geht mir auch im Sack. Ja. Da hatte ich mal Sabrina, ganz in Anfangszeiten hatte ich mal Sabrina als Sozius hinten auf der Yamaha FZR 1000. Und dann stand ich parallel zu so einem Ding in die andere Richtung, zu so einem Bitumstreifen und bin dann losgefahren und dann da drauf gekommen im ersten und zweiten Gang. Ja, da ging Sabrina aber kurz der Stift. Der Stift? Der Kackstift. Er hat auf jeden Fall mal Farbe gehabt im Gesicht. Ja. Ohne viel Gas zu geben, habe ich da einen Burnout hingelegt im Nassen. Ich dachte, Junge, das ist aber wirklich glatt, die Dinger. Seitdem habe ich so ein bisschen Respekt davor. Der guckt da auch schon raus. Ein Stück. Ups. Ah, schönes Wetter heute. Das nicht hören. Also wie sagt Kai immer Gänseblümchen. Keine Wolke am Himmel. Ja. Ich kenne einen, der legt sich jetzt gleich in seinen Campingstuhl und lässt sich die Sonne aus dem, auf dem Balch scheiden. Ja. Du wolltest gerade was anderes sagen. Ja, ich musste nochmal umdisponieren. Mit einem kühlen Blonden in der Hand. Ja, ich auch. Kann man den Abend doch gut ausklingen lassen. Den Montagabend. Das hört sich richtig gut an, ne? Der Montagabend. Ja. Ich habe noch eine Woche Urlaub. Die ersten 50 Kilometer eben gefahren und dann haben wir aufs Handy geguckt, da hat Gerd schon viermal angerufen. Was macht er? Oh, der leidet gerade in seiner Arbeitsstätte. Aber kann ich auch nachvollziehen, ist auch kacke. Ja, logisch. Ja, auch. Aber das trifft irgendwann uns alle irgendwann mal und da müssen wir dann durch. Wollte ich gerade sagen, dass wir jetzt immer alle andauernd zusammen Urlaub kriegen, das ist Wunschdenken. Ja. Ich hätte mich gefreut, wenn er heute wieder dabei gewesen wäre. Na klar, hätten wir alle. Ja. Ja, der ist natürlich auch heiß wie Frittenfett, ne? Jetzt Führerschein bei so einem Wetter. Noch keine Woche im Führerschein. Ja. Und selbst seine Führerscheinzeit konnte er nicht genießen, weil er diesen Wochenkurs gemacht hat bei durchschnittlich 5 Grad und Regen. Ja.
war also kein Geschenk, aber... Aber Chapeau, mein Respekt hat er. Ja, mein auch. Dafür hat er jetzt bei solchem Wetter einen Führerschein, ne? Wenn er reingegangen wäre zum Normalen, hätte er erstmal noch 2 Monate gebraucht, für den Führerschein zu machen und so. Was ist das denn da vorne? Ah, die Else ist wieder unterwegs, ja. Ich wollte gerade sagen, ja, das ist ein Dreirad. Unterwegs. Die Straße ist immer noch gesperrt. Ich glaube, das wird dieses Jahr nichts mehr. Ich dachte, der hat einen Anhänger verloren. Rechts vorbei, Sabrina, rechts vorbei. Anhänger verloren, ey. Nummer. Mit dem Mofa-Kennzeichen, süß. Aber da musst du, glaube ich, mehr die Rückspiegel im Auge behalten wie vorne, ne? Ja, weil du immer denkst, du wirst überholt in allen Positionen. Du musst immer für andere mitdenken. Wo kommt der jetzt? Ja. Da, der und oh. Ja, das stimmt. Das ist ja so ein richtiges rollendes Hindernis. Mal gespannt, wie lange die Straße da unten noch gesperrt ist. Ich bin immer der Meinung, dann sollten sie die Karre ein bisschen besser ausrüsten. Ich sag mal, ne, Stoßdämpfer und Scheibenbremsen und sowas ist ja nicht mehr das, was mal vor 30 Jahren der Fall war, sondern gibt es ja jetzt schon richtig Gutes und dann sollten sie die einfach, keine Ahnung, 55 oder mehr fahren lassen und dann ist gut. Sag ich ja immer wieder, da rede ich mich auch immer wieder aufs Neue drauf ein, wer da überlegt hat, diese 50 Kubikroller jetzt doch auf 45 km/h Endgeschwindigkeit zu regulieren, da packe ich mir an den Kopf. Die 5 km/h oder 10 hätten sie jetzt auch nicht ausgemacht, da könnten sie schön im Verkehr mitfließen. Ja. Scheiß Simson vom Ossiland, die dürfen 60 fahren mit Trommelbremsen, die, ja, da muss auch sehr vorausschauend fahren. Heutzutage haben diese Dinger hydraulische Scheibenbremsen und alles Schnipp und Schnappe und dürfen nur noch 45. Deswegen machen sich die Jugendlichen auch alle strafbar, weil sie immer ein bisschen was dran machen, damit es ein bisschen schneller geht, damit sie nicht von allen möglichen Leuten gefährlicherweise überholt werden. Das stimmt wohl. Aber das ist Deutschland. Ja. Das alles ist Deutschland. Weiter weiß ich auch nicht mehr. Ich auch nicht. Ja, Leute, und hat eben einer an einer Sorpe kam Motorradfahrer an und fragte, wie wir das machen würden, wenn wir da parken würden. Zieht ihr euch Parktickets für euer Motorrad und packt ihr das irgendwie, Moment, hier so unter der Dingen hier oder lasst es ihr darauf ankommen oder so? Also ich persönlich habe noch nie ein Ticket gezogen. Aber wenn ich weggehe vom Motorrad, dann ja, aber wenn ich da bleibe, in der Nähe, dann nicht. Ich entferne mich auch höchst selten von meinem Motorrad. Ich parke da immer relativ nah bei. Komm Sabrina, Gruppenfoto. Nee, heute nicht. Jetzt hätte Jürgen einen vorbeischieben müssen, den auslösen und sie fährt da schön mit 50 durch und ist trotzdem geblitzt worden. Ja, das wäre es gewesen. Ob sie das so auseinanderhalten könnten, wer jetzt da zu schnell gefahren ist auf dem Foto, weiß ich auch nicht. Und da die das eindeutig beweisen müssen, wer es jetzt war, hätten wir beide nichts gekriegt. Wenn du dann hinterher diesen Fragebogen kriegst, dann musst du sagen, sie war es und sie muss sagen, er war es und dann müssen die sagen, wer. Ja. Dann sagen die, der vorne war, der zahlt. Ja, beweisen können die nichts. Ja. Wenn du der da Rechtsbeistand holst, nimmt er die Klage auseinander. Was sagt denn deine Temperatur, Sabrina? Außentemperatur? 21 Grad. 21 Grad noch? Wow. Ich habe 93. Ja, die Bremsen. Ja. Ja, Sabrina schnüffelt immer gerne aus Autogase.
Manchmal könntest du denken, ich habe da schon da hinten im Weiten gesehen. Auch beim Autofahren oder so. Manchmal könntest du denken, die hat eine Abschleppstange vor sich dran bei dem nächsten. Ach, verrat mich doch nicht. Wer hatte von euch die doofe Idee, über die Haar zu fahren? Ah, ich glaube, was hier los ist gerade. Ja, da wird wahrscheinlich ein Unfall sein. Soll ich dir was sagen? Ich bin da heute Morgen schon hergefahren. Da haben sie eine Baustelle eingerichtet mit Ampel. Und warum fahre ich jetzt hierher? Dann können wir doch bis vorne durchfahren. Ja, in dem Moment, wenn kein Gegenverkehr kommt. Und trau dich. Der da vorne guckt auch schon so immer drüber. Ja. Hat was ins Ohr geflüstert? Ja, gib alles. Langsam durchrollen. Nicht schnell, so schön langsam. Guck mal, man sieht gar keiner. Hier ist ja immerhin keine durchgezogene Linie. Komm mit, Kollege. Kumpel, wir nehmen dich mit. Trau dich. Ihr stiftet mich gerade an, ne? Das ist euch ja bewusst. Guck mal, der lässt da schon eine schöne Lücke. Da können wir da rein. Okay, weiter. So viel zum Thema Anstiften. Wieso fährt der auch? Jetzt müssen wir uns auch einordnen. Jetzt haben die nämlich da vorne grün. Vor dem Weiß. Okay? Ja. Mhm. Alle drin. Stolz auf mich? Ja. Und ja. Wie? Großes Kino. Das ist ein dicken Schmatzer für. Später aber, ja? Ja. Da steht vor der Ampel ein Auto mit einer Warnblinkanlage an. Tja, Leute, das ist jetzt blöd für euch. Ich glaube, der hat ein Hitzeproblem oder so. Da wird was abgeschleppt. Kriege ich auch so langsam. Hitzeproblem. Schacker. Warte, wir machen die Lüfter offen. Ich habe keine. Schlag ab. The Boing. Heute sind wir im Eco-Modus, ey. Wir haben noch keinen Sprit verbraucht. Dass der Yamaha tanzt, oder was? Chaka, chaka. Jetzt mal deine Susi betrachten hier. Ja, genau, Leute. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ja, der Jürgen, der sucht schon seit 2 Monaten einen Namen für seinen Moped. Ja, genau. Und ich habe gesagt, Blue Way. Aber so geschrieben wie Blue und wie Weg. Finde ich eine echt geile Sache. Da könnt ihr mal drunter schreiben, was er davon hält. Oder vom. Ja, da bin ich gespannt, ob da einer sich die Mühe macht. Für ein blaues Naked Bike, was ist sonst so für einen Namen? Er will immer Susi, aber ich glaube, jeder Suzuki-Fahrer hat Susi. Ja. Ja, aber du sagst doch, ich soll sie Clyde nennen. Ja. Macht mal Vorschläge. Wie würdet ihr euer Bike nennen, wenn es ein blaues Naked Bike wäre? Ich bin da jetzt mal gespannt, ob ihr kreativ seid. Oh. Ja, da wäre ich euch sehr dankbar für. Oh, ist das schön, wenn man ein bisschen Wind abkriegt. Ja. Heute fahre ich nicht über den Gulli. Hast du gesehen, wie elegant ich so mal eben an dem Gulli vorbeigefahren bin? Hab ich nicht gesehen. Verstehe ich ja die Leute nicht, die sagen, das ist frische Landluft, Alter, das ist abgestandene Piste. Ist nichts frisch dran. Also wir haben alle dieses nicht, was momentan im Umlauf ist. Wir haben nämlich noch Geruchssinn. Ja, genau. Ja. Und geschmeckt hat das Eis an der Sorbe auch eben. Ja, die Sahne war lecker. Also brauchen wir keinen Test machen, wo haben wir heute selber getestet. Ja. Ja.
unser Leithammel da vorne ist ja eh schon geimpft. Ja, genau. Tete! Naja, über die 4 Tage danach wollen wir nicht reden. Ja. Naja, lieber geht's dir nachher eben für 2 Tage ein bisschen schlecht. Wie 10 Tage irgendwo, die es eventuell noch viel schlechter geht. Ja. Ja, wir sind auch dran im Dezember oder so. Ja. So, liebe Leute, wir sind gleich an der See. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.